Wir fahren heute den neuen VW Scirocco. Es handelt sich um ein sehr umfassendes Facelift und neue Motoren gibt's außerdem, aber dazu gleich mehr. In den 40 Jahren, die der Scirocco auf dem Markt ist, hat er sich eine treue Anhängerschaft zugelegt und die dürfte mit der neuen Generation des Coupés mehr als zufrieden sein. Aber nicht nur die, denn der Sportler hat das Zeug zum Verführer. Schließlich hat Volkswagen den Zweitürer optisch und technisch ordentlich aufgerüstet. Auch die Front des Scirocco ist neu gestaltet worden. Wir haben jetzt neue Scheinwerfer mit LED-Tagverlicht, die wesentlich schlanker wirken. Wir haben einen neuen Kühlergrill, eine Adaption aus dem GTI und haben auch unten einen neuen Spoiler, sodass das ganze Fahrzeug insgesamt satter und tiefer auf der Straße liegt. Neu gestaltet wurde auch das ausschließlich LED-befeuerte Heck. Das VW-Zeichen ist nun nicht allein Schmuck, sondern auch praktisch. Es lässt sich schwenken und dient zugleich als Griff zum Öffnen der ansprechend gestylten Heckklappe. Weiche Kanten hat man sehr markant in Form gebracht. Wie schon der Golf GTI spielt auch der Scirocco bewusst die sportliche Karte. Das gilt für sein äußeres Design ebenso wie für sein Innenleben. Hier warten auf uns serienmäßig unter anderem Sportsitze und ein Sportlenkrad in Leder, Klimaanlage und eine Berganfahrhilfe. Neu sind auch die Angebote an Farben und Stoffen und jeder Menge Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Für den Scirocco maßgeschneidert wurde das leistungsstarke Soundsystem Dynaudio Excite. Auch im Innenraum hat sich beim neuen Scirocco viel getan. Wir haben ein neues Cockpit, das heißt, es ist etwas dreidimensionaler, wie wir es aus dem Golf GTI kennen. Wir haben das Golf GTI Lenkrad jetzt im Scirocco und wir haben drei zusätzliche Anzeigen hier oben. Einmal Öltemperatur, einmal ein Laptimer und zusätzlich auch noch den Ladedruck des Turboladers. Gar keine Nebensächlichkeit ist die Motorisierung des neuen Scirocco, denn alle vier Benziner und die beiden Diesel haben eines gemeinsam. Sie sind stärker geworden als ihre Vorgänger und sind dennoch bis zu 20% sparsamer. Bei den Antrieben kann zwischen zwei Turbodiesel mit 150 oder 184 PS und vier Turbo-Direkteinspritzern gewählt werden. Die Leistungsbreite der Benziner reicht von 125 bis 280 PS im neuen Scirocco R. Warum aber rüstet VW sein Sportcoupé überhaupt mit einem Selbstzünder aus? Der neue Diesel im neuen Scirocco vereint zum einen Dynamik mit Effizienz. Er verbraucht jetzt lediglich nur noch 4,6 Liter auf 100 Kilometer und hat eine beachtliche Drehmomentsteigerung auf 380 Newtonmeter. Zudem klingt der neue Sound nochmal deutlich kerniger als zuvor. Insgesamt bringen es alle Scirocco-Varianten auf Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometer. Bei der Top-Version mit dem R am Heck, die den Sprint auf Tempo 100 in 5,5 Sekunden absolviert, sind maximal bis zu 250 km/h drin. Dass die zusätzliche Leistung auch gut verarbeitet wird und dorthin gelangt, wo sie gebraucht wird, nämlich auf den Asphalt, dafür ist das sauber ausgelegte Fahrwerk verantwortlich. Es ist straff, wenn nötig, und komfortabel zugleich. Die Lenkung pariert präzise, sorgt für die nötige Rückmeldung und dafür, dass man vor Überraschungen sicher ist. Unser Fazit. Die Neuauflage des Scirocco ist gelungen, denn sie wurde nicht nur optisch aufgemöbelt, sondern auch leistungsstärker und dabei trotzdem sparsamer. Das Coupé ist ein Angebot vor allem für all jene Autofahrer, die Spaß haben an einem kompakten und agilen Sportler mit hoher Alltagstauglichkeit und ordentlichen Verbrauchsmanieren.